Moin. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, ihr habt die GTX 590 reinbekommen gestern. Ist richtig, haben wir da. Super. Habt ihr da verschiedene Versionen da oder nur die Standard? Nee, ich kann dir auch gerade mal was zeigen. Wir haben hier zum Beispiel von Point of View zwei Karten bekommen. Cool. Normal mit zwei GTX 580 Chips und 3 GB, ne? So ist es. Und im Gegensatz zu den normalen Versionen der 590, die beiden sogar übertaktet. Ah, Charge, Ultra Charge, etwas, okay. Bisschen schon betaktet. Hier ist nochmal ein bisschen mehr dann, ne? So ist es ja. Also ziemlich geil. Cool, da muss ich mir nur noch überlegen, welche Taktung ich haben will. Um dir die Qual der Wahl noch etwas zu erschweren. Das ist nie gut eigentlich. Das ist nie gut, aber ich habe noch eine Alternative für dich. Und zwar von AMD. Ah. Die neue 690, ebenfalls zwei GPUs drauf. Auch mal hier zwei Versionen, in dem Fall von Sapphire und von XFX. Und ein Gigabyte mehr, ne? Und die hat 4 statt 3 GB. Ja, genau. Aber Standardversion, ne? Also ich wollte schon was Übertaktetes so ein bisschen. Ja, steht aber auch hier zur Verfügung. Also ach, echt? Die sind zwar vom normalen Layout her erstmal eine Standardreferenztakt werden, aber du hast auf der Karte einen Schalter und mit dem kannst du direkt über diesen Schalter auch die höheren Taktungen einstellen. Also quasi wahlweise übertaktet oder eben nicht, je nachdem du es haben möchtest. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Auch mit voller Garantie, ne? Bei voller Garantie, genau. Aber wenn du diesen Übertaktungsmodus nutzt, dann ist es entsprechend auf eigene Gefahr. Ah, okay. Ja. Ansonsten, was bleibt noch festzuhalten, beide verfügen jeweils über zwei GPUs, wie richtig erkannt, 580er. In dem Fall basieren die beiden Chips auf dem 6970er. Und über den Taktbestand haben auch die in dem Fall den vollen Takt der 6970. Bei der 590er sind es 580er mit reduziertem Takt. Ah, auch reduzierter Takt. Okay. Aber wie lang sind die? Weil, also die hier weiß ich, sind 28 cm lang. Richtig. Also sind von daher etwas genügsamer, wenn du ein großes Gehäuse hast, wäre doch kein Problem, weil die brauchen 30,5 cm Platz im Gehäuse von der Länge her. Ja, hab fettes Gehäuse, habe ich auch von euch, also aber... Dann ist es kein Problem, genau. Denke, passt beides, aber bin fast mehr auf die 590. Auf jeden Fall beides sehr interessante Karten, beides jeweils im jeweiligen Lager die absolut schnellsten Karten, also falsch macht man mit keiner von beiden wirklich etwas. Cool. Ihr habt einen YouTube-Channel? Ja. Wusste ich gar nicht. Schau mal rein, das ist eine coole Sache. Dann habt ihr so Interviews oder was? Oder? Zum Beispiel Interviews, aber eben auch Produktpräsentationen. Also zum Beispiel auch zu den besagten Karten hier kannst du mal reingucken. Da findest du auf jeden Fall was. Ja, cool. Um nochmal weitergehende Informationen oder so zu bekommen. Ja, nehme ich mal mit. Ja. Man weiß ja nie. Ja. Also mal, dich kenne ich auch irgendwer, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Also da gibt es irgendeinen Typen auf YouTube, der macht so komische Videos. Ah, wer manchmal mit verwechselt. Ja. Hör bloß auf. Irgendein Google. Gibt's einen dauernd. Stimmt sowas, ja. Ich sag dir. Du, ich glaube, ich nehme sie alle mit. Hervorragend. Hab heute meinen Spendabel, wisst ihr? Ja, ich pack sie ein. Eine für Mama, eine für Papa, eine für mich, eine für meinen Bruder. Super. Passt, oder? Dann? Pack einen, Alter.